Du möchtest dich selbstständig machen, beziehst ALG II und hast vielleicht Angst, diese Mittel zu verlieren. Nun, diese Angst ist unbegründet, wenn du dieses EKS richtig ausfüllst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung. Und wir helfen jedes Jahr vielen Menschen dabei, ihr Unternehmen zu gründen, zu bewerten und auch zu verkaufen. Und auch eine ganze Reihe Menschen sind dabei, die aus ALG II starten. Und hier ist die Angst ja häufig, dass sie zu Hause die Miete nicht mehr bezahlen können, dass wenn sie gründen, dass sie keinen ALG II mehr bekommen, keine Krankenversicherung. Und diese Angst ist unbegründet, wenn du weißt, wie du richtig mit dem Jobcenter kommunizierst. Nun, was bedeutet das, wenn du mit dem Jobcenter kommunizierst, dich beispielsweise selbstständig machst? In der Regel kannst du dir ganz wichtig auf die Fahne schreiben, die Kommunikation mit Behörden läuft immer schriftlich. Über Tabellen, Erklärungen, Formulare, Dokumente und du kriegst immer Antworten und das sind meistens Bescheide. Und wenn du dich jetzt selbstständig machst, zum Beispiel hier, dann hast du die Pflicht, das dem Jobcenter oder auch der Agentur für Arbeit mitzuteilen. Natürlich auch dem Finanzamt und gegebenenfalls auch dem Gewerbeamt. Und jetzt ist es so, dass in der Abteilung für Leistung, also die Leistungsabteilung im Jobcenter, die wollen natürlich wissen, ob du jetzt schon 100, 1000 oder 10.000 Euro Gewinn machst. Warum ist das jetzt so wichtig aus der Sicht des Jobcenters? Nun, du kriegst ja deine Krankenkasse finanziert, du kriegst dann Miete, Unterkunft finanziert und du kriegst deine Lebenshaltungskosten finanziert. Und dieses Geld wird dir weiter bezahlt und wenn du jetzt gründest, dann hast du einen sogenannten Freibetrag von 100 Euro im Monat, den du dazu verdienen kannst, ohne dass vom ALG II, also von diesen Geldern, dir was abgezogen wird. Nun, was will also das Jobcenter wissen? Das Jobcenter will also wissen, ob du diesen Freibetrag überschritten hast, damit dir die ALG II-Mittel reduziert angepasst werden können. Was bedeutet das? Nun, unterm Strich wirst du immer genauso viel Geld haben, mit Unternehmen oder ohne Unternehmen, nur das Jobcenter reduziert dann die Auszahlung ALG II um den Betrag, den du überschritten hast. Musst du das jetzt jeden Tag, jede Woche, jeden Monat melden? Nein, so schlimm ist es auch nicht. Das ist so ähnlich wie beim Finanzamt, da gibst du für 12 Monate eine Steuererklärung ab. Und beim Jobcenter ist es alle 6 Monate. Und beim Jobcenter heißt es nicht Steuererklärung, da heißt es EKS. Einkommensnachweis für Selbstständige. Das bedeutet also für dich, wenn du dich jetzt selbstständig machst, für 6 Monate in der Vorausschau gibst du eine voraussichtliche Einschätzung deines Einkommens nach, ein EKS. Sei vorsichtig, was du hier einträgst, denn die Leistungsabteilung geht davon aus, dass du weißt, was du machst, dass du weißt, was du sagst, dass du weißt, was du schreibst. Und wenn du jetzt hier eine Gewinnerwartung einschreibst von 6.000 Euro, dann ziehen sie dir 6 mal 100 Euro ab. Das ist also mal für ein Halbjahr den Mehrgewinn, den Zugewinn, den du machen kannst, ohne dass er abgezogen wirst. Und das bedeutet, dass wenn das von 6.000 Euro abgezogen wird, dass du einen Überschuss von 5.000 Euro, 400 Euro hast und den darfst du dann zurückzahlen. Oder noch viel schlimmer, wenn du das vorher erklärst, dann kriegst du gleich vorausschauend einen reduzierten Bescheid um diesen Betrag. Nun, und wenn du gerade 4.000, 5.000, 6.000 Euro bekommst, dann bekommst du maximal noch 600 Euro über 6 Monate ALG II. Das bedeutet 100 Euro im Monat. Da kannst du deine Miete nicht bezahlen, du kannst deine Lebenshaltungskosten nicht bezahlen. Und im schlimmsten Fall kommt deine Prognose, deine positive Prognose gar nicht in die Realität. Ja, und dann kannst du tatsächlich deine Miete nicht bezahlen. Das ist jetzt nicht so super dramatisch, weil im 7. Monat nach diesem ersten Halbjahr, das abgelaufen ist, wirst du die zweite EKS machen. Das ist keine vorausschauende, sondern das ist eine sogenannte abschließende. Das ist dann die absolute Wahrheit, so wie es dann gelaufen ist. Und da kannst du theoretisch dann zeigen, okay, es ist deutlich schlechter gelaufen. Die Gewinne waren nur so, vielleicht 600 Euro, vielleicht 500 Euro, vielleicht 1000 Euro. Und dann bekommst du all das, was dir nicht bezahlt worden ist, bekommst du im 7., 8. Monat erstattet. Na klar ist es besser, wenn du erstmal mit einer geringen Gewinnprognose reingehst, dass du ALG II komplett ausbezahlt bekommst. Nur dann musst du darauf achten, dass du die Mittel, die dein Unternehmen dann als Gewinn aufhäuft, dass du die nicht anfasst. Weil auch hier, wenn du eine geringe Gewinnprognose machst, du hast aber mehr eingenommen, dann will auch hier das Jobcenter von dir
die abschließende EKS für die letzten 6 Monate haben. Und spätestens dann sieht das Jobcenter, dass du viel mehr Gewinn gemacht hast und will rückwirkend erstens dann diese Mittel von dir zurückhaben und zweitens will dann auch das Jobcenter für die nächsten 6 Monate wieder eine vorausschauende EKS haben. Und diese zukünftige vorausschauende EKS für die nächsten 6 Monate, da wird dann dein ALG II um den prognostizierten Gewinn reduziert. Was können wir also jetzt hier daraus lernen? Erstens, wenn du diese EKS nicht ausfüllst, kriegst du in der Regel eine Schätzung deines Gewinns und im schlimmsten Fall eine komplette Ablehnung von ALG II. Zweitens, wenn du viel zu hoch EKS vorausschauend abgibst, dann geht das Jobcenter davon aus, dass dieser Gewinn tatsächlich auch kommt und reduziert ALG II. Das heißt, du kriegst sofort weniger Geld, obwohl du gar nicht weißt, ob du das deine Umsatzziele schaffst. Drittens, für jeden Zeitraum musst du immer 2 EKS abliefern. Einmal vorausschauend, dann kriegst du danach dein ALG II vorläufig bewilligt und auch bezahlt. Aber nach Ablauf dieser 6 Monate musst du nochmal abschließend rückwärts dein EKS abgeben und diese Zahl zählt dann. Und entweder du kriegst was nachbezahlt, wenn du zu wenig prognostiziert hast, oder du musst was zurückzahlen, wenn du zu viel eingenommen hast. Wichtig also für dich ist, diese Tabelle ausfüllen zu lernen. Wenn du beim Jobcenter bist, dich selbstständig machst, wirst du die über 6, 18 oder 24 Monate, über 1-2 Jahre insgesamt ausfüllen dürfen. Hier noch ein paar Hinweise, wie du diese Tabelle, diese EKS-Tabelle ausfüllst. Wichtig ist für dich zu wissen, dass das Finanzamt alle betrieblichen Ausgaben, die legal sind, anerkennt. Das macht das Jobcenter leider nicht. Zum Beispiel, wenn du als Unternehmer eine Geschäftsbeziehung weiter pflegen willst, vielleicht dir einen Auftrag erhoffst und diesen einlädst, diese Geschäftsbeziehung zu einem Mittagessen, zu einem Geschäftsessen, dann ist es vom Finanzamt absolut legal, wenn du diesen Bewirtungsbeleg absetzt. Natürlich 70%, Umsatzsteuer 100%, klar gibt es da kleine Regeln. Das Jobcenter sagt jedoch, das schmeißen wir raus. Kaufen Sie sich lieber eine Thermosflasche, machen Sie sich einen Kaffee und setzen Sie sich auf die Parkbank für Ihre Geschäftsbeziehung. Wir fördern das nicht. Nun, das hört sich zwar echt lustig an, aber es sind letztendlich auch Steuergelder, also deine und meine Gelder, die du jetzt und später oder früher eingezahlt hast. Und deshalb reduziert das Jobcenter das. Das bedeutet, er schmeißt einen Teil deiner Kosten raus. Welche Konsequenzen hat das für dich? Wenn du eine EKS abgibst, die gerade so auf 600 Euro Freibetrag ausgerichtet ist und die schmeißen 1.000 Euro deiner Kosten raus, bedeutet für dich, dass du 1.000 Euro ALG II zurückzahlen musst oder weniger bekommst. Ein zweites Beispiel, wenn du jetzt dir einen Steuerberater suchst, ja, du hast eine UG gegründet oder du hast viele Belege und dein Steuerberater stellt dir eine Rechnung von 70 oder 100 Euro im Monat. Nun, das Finanzamt erkennt die vollständig an, diese Ausgabe. Das Jobcenter sagt, nö, also 35 Euro müssen ausreichen und schwupp hast du 65 Euro mal 6, ja, 65 Euro mal 6 sind irgendwas um die 390 Euro, die du dann auf einmal zurückzahlen musst. Was bedeutet das? Wenn du deine ersten EKS ausfüllst, dann empfehle ich dir, dass du dir kompetenten Rat suchst. Nicht nur von Steuerberatern, der kennt sich mit Steuern aus, sondern von einem Beratungsunternehmen, was sich auch auskennt mit ALG II, mit beispielsweise Einstiegsgeld und Leistung für Selbstständigen und dem EKS. Und dann gehst du alle Positionen durch und machst dich sachkundig, was wird anerkannt. Zum Beispiel Ausbildung, Fortbildung wird komplett rausgeschmissen. Das erhöht einfach deinen Gewinn, obwohl du das Geld ausgegeben hattest. Auch andere Investitionen, kann sein, dass das Jobcenter sagt, das brauchen sie gar nicht. Von daher such dir einen Berater, ein Unternehmen, was dich unterstützt, was dich kompetent berät, was vielleicht auch schon ausfüllbare Excel-Tabellen hält, wo du einfach alles eingibst, inklusive Umsatzsteuer, und wo du dann das nur noch überträgst oder ausdrucken kannst. Denn das Jobcenter gibt dir meistens Papier, 3, 4, 5 Seiten, und da fängst du mit dem Taschenrechner an, alles auszurechnen. Und wenn du von 5 verschiedenen Summen die Mehrwertsteuer dann auch noch ausrechnen musst, einen Fehler machst, alles neu korrigieren. Nun, ich habe schon so manche durch Kugelschreiber wirrwarr verunstaltete Dokumente sehen, die kein Jobcenter-Mitarbeiter mehr Lust hat zu lesen. Also da können wir dir auch Templates geben, wir können dir Beratung geben. Und wenn du Hilfe brauchst, dann nutze gerne unseren Gutschein für ein kostenfreies Erstgespräch. Und meistens bekommst du vom Jobcenter auch noch über AVGS auch noch kostenlose Beratung, sprich also eine Finanzierung des Jobcenters für unsere Beratung. Ich persönlich wünsche dir viel Erfolg dabei, dass du ganz sicher dich fühlend gründen kannst und wissend, dass das Jobcenter mit ALG II immer deine Miete und deine Unterhalts- und deine Krankenversicherungskosten tragen wird,
Vorausgesetzt, du kommunizierst mit denen, vorausgesetzt, du weißt, welchen Weg die kommunizieren, nämlich Dokumente, Formulare und Tabellen. Und wir können dir dabei helfen, wie du diese richtig ausfüllst. Ich wünsche viel Erfolg, abonniere gerne unseren Kanal und empfehle uns weiter. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.